Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Bietigheim Steelers gegen den EHC Red Bull München. Endstand vor 2578 Zuschauern in der EG Trans Arena, 1:9 für München. Ja, die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Rechtsanwaltskanzlei Cavada und Partner. Ich darf beide Trainer begrüßen, für unsere Gäste aus München Don Jackson und für unser Team Danny Noh. Wem mal das erste Wort von unseren Gästen. Don, your statement on the game, please. Yeah, thank you. We played a pretty good game tonight, actually, and we had some guys that were, with the Olympics and been through Team Canada that, were really happy to be back and get together again. And so that was kind of that. And so I'd have to say, again, we played a pretty good game. And I know that they had some scoring opportunities that they normally don't miss, a few goals for sure. And it could have made a difference early on in the game, but we just kept coming. We just kind of rolled the lines and kept the ice time equal. So then we had a fourth line was really hot too, with Daubner getting 3 points and all his line mates scoring goals too. So they had a big night, and so keep going, Danny, and good luck. Thank you. Yeah. Don hat ein sehr, sehr gutes Spiel von seiner Mannschaft gesehen. War auch schön zu sehen, dass die Olympiateilnehmer auch wieder zurück im Team sind, der Mannschaft gut getan haben, die sich gefreut haben, wieder mit denen zu spielen. Alle Reihen hatten heute viel Eiszeit. Die vierte Reihe der Münchner heute auch wirklich on fire. Daubner mit 3 Punkten, den Don Jackson extra nochmal erwähnt hat. Ja, es war ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel seiner Mannschaft und er wünscht den Steelers für den Rest der Saison noch alles Gute. Danny, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, guten Abend und erstmal gratuliere Don und deine Mannschaft für die 3 Punkte. Ich glaube, wir haben einen guten Start gehabt. Wir waren fokussiert. Wir haben gut gespielt bis 0-1 und dann irgendwie haben wir von dort unsere Linie verloren. München war heute klar besser. Er hat uns die Grenzen abgezeigt und man sieht, warum die jedes Jahr zu den Mannschaftsfavoriten gehören. Also das war schwere Haben für uns. Ich glaube, ja, wie gesagt, München war einfach heute zu gut für uns. Aber wir haben weiter Versuch. Wir müssen jetzt es schnell vergessen, kommt die nächste Spiel, schnell vergessen und weiter für die Klassenerhalt kämpfen. Aber ich möchte trotzdem die 1-9 die Fans bedanken. Bedanke mich, weil trotz die Ergebnisse heute, die haben uns bis zu Ende angefeuert und das brauchen wir. Vielen Dank, Danny. Danny, da kamen auch noch Fragen zu dir und zur Mannschaft. Einmal nach Sami Aitokallio, der ja heute nicht im Line-Up war, und dann auch zu Max Renner. Einmal zu Sami, warum er nicht im Line-Up war und wann Max Renner ungefähr wieder zurück ist. Sami hat medizinische Versorgung heute gehabt. Könnte nicht spielen, aber der wird Sonntag spielen. Heute war nicht möglich. Und Heini geht es viel besser. Der hat keine Schmerzen mehr. Bei uns war die Wade, Muskelfaser ist in einer Wade. Es geht ihm viel besser. Vielleicht geht er morgen auf Eis und dann schauen wir weiter. Eine weitere Frage von der Ludwigsburger Kreiszeitung. Am Sonntag ja das Derby gegen Schwenningen um 16.30 Uhr. War das heute, hat man vielleicht einen Gang rausgenommen oder sich geschont für dieses Derby? Sowas tut man nicht. Also das ist, man muss sehen, wie gut München heute waren. Die waren hungrig. Erste Tor ein bisschen glücklich, sage ich, weil er war abgefälscht von unserem Spieler. Und dann Unterzahltor haben wir kassiert. Und dann das dritte Tor war wieder, springt die Scheibe genau auf die Schaufel von den Münchner. Und danach, die waren gut, die waren einfach gut. Die Grenze war für uns zu weit weg, dass wir gut spielen könnten. Okay, weitere Fragen gibt es nicht. Don, thanks for your statement and all the best for the rest of the season, for the playoffs especially, and safe trip back home to Munich. Für die Steelers, Danny hat schon angesprochen, am Sonntag 16.30 Uhr hier in der EG Trans Arena das Derby gegen die Wild Wings aus Schwenningen. Tickets könnt ihr euch noch sichern unter www.steelers.de. Allen einen guten Start ins Wochenende und bis Sonntag. Ade.